Ich hatte irgendwie diese Tiergeistform im Kopf. Okay. Ja, bleibe ich wohl drin. Klar. Kampf. Kampf ist sehr effektiv. Stahl ist auch sehr effektiv. Ach nee. Aber Stahl auf Gestein wäre sehr effektiv. Zertrümmer da. Habe ich Relaxo diesen Kampf nicht benutzt? Doch. Doch einmal. Na, ich weiß, du bist ja nicht zu schade dafür. Genau. Ich finde, dass die dritte Brücke ist wiederum ein bisschen weniger interessant als die erste. Dragoran. Drachenklaue. Okay, ich nehm's zurück. Die dritte Brücke ist cool. Okay. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Du wirst einfach sagen, weil dann, oh. Dann lass mich mal laufen. Und ich überleg mal, was ich am Anfang packe. Oh. Ja. Sieht doch gut aus. Nee, warte. Warte. Es öffnet sich. Ein Blizzard. Warte. Türen wen auf. Warte. Oh. Oh. Fahrradfahren. Kannst du immer noch nicht. Rutscht man denn? Nö, ich glaube hier nicht. Du kannst hier sowieso nicht Fahrrad fahren. Oh, schade. Ich bleib mal wieder auf Metagross, weil irgendwie ist das ein ganz guter Start. Und ich sweep damit nicht so wie du mit Dragoran. Soll ich mal ein anderes nach vorne setzen? Du kannst ruhig weitermachen. Die Sache ist halt nur die, dass wenn jetzt was kommt, was dich sehr heftig trifft, von Anfang an musst du ausswitchen. Deswegen würde ich was einswitchen, wo du was gut was reintun kannst. Und ich kann halt auf Metagross gut Relaxo reinswitchen, mit irgendwas Schlimmes kommt. Kannst du denn irgendwas reinswitchen, was Eisattacken kann? Oder... Kannst du da irgendwas reinzwischen ohne Probleme? Gegen ein Relaxo? Nein. Gegen deine Schwächen. Kannst du was gegen ein Eis-Pokémon und so, was die Schwächen von Dragoran sind? Kannst du ein Pokémon, was du da gut gegen alle Schwächen reinzwischen kannst? Scherox. Dann kannst du es vorne lassen. Scherox muss ich halt nur rausnehmen bei Feuer. Bei Bumadame, ne? Ja. Welcher Typ ist denn dieses komische bräunliche Teil mit den Steinen? Weiß ich nicht, das pinke ist Stahl. Das weiß ich. Ist das Gesteinkäfer? Kann sein. Dann müsste ja eigentlich der Kampfruf sehr effektiv sein. Nö, nicht sehr effektiv. Psychokinese. Der hat mir gerade 3 KP Schaden gemacht. Okay. Ich setze mich ein bisschen auf. Stalos. Stalos, du hast recht. Mein Fehler. Ich komme gerade auf Stalos. Du hast einen Stalos. Ich habe einen Stalos. Ich frage mich, ob ich mich gegen Stalos aussetzen sollte. Was für Moves treffen die nochmal sehr effektiv? Eis? Eis, Stein, Fee und Brache. Okay, du hast aber noch volle KP. Du hast ein Erdbeben, ne? Ja. Meinst du, das reicht? Ja. Dann mach es. Aufsetzen und Erdbeben. Ja, okay, mach's mit Aufsetzen. Sollte okay sein. Da ich eh schneller bin. Na gut, aber die nächste Pokémon könnte nicht schneller sein. Eisenabwehr. Okay, jetzt kriegst du mit Erdbeben wahrscheinlich nicht mehr tot. Steigt stark, interessant. Mach trotzdem mal Erdbeben. Ich will sehen, wie viel Schaden du machst. Leta King. Ist K.O. Also, es wird jetzt riskant. Ich bleib bei dem Leta King mal drin, weil ich kein anderes gutes Mon habe. Octillerie. Wassergestein. Nein. Was hast du? Das war stark. Ich hab gerade. Metagross ist gerade halb gestorben. Was hast du getan? Ich hab angegriffen. Ich setze ein Heil-Item ein. Ah, oh, Octillerie ist nur Typ Wasser. Also wenn er mich gleich krittet, ne? Ist ja. Metagross tot. Metagross ist gepaart mit? Despotter.
Oh, okay. Dann hättest du auch einen Despotar auf dem Gewissen. Mit einem neutralen Move macht er mich halb tot, ne? Ja. Und mit einem sehr effektiven Move macht er 10 KP Schaden. Okay. Er hat Schleuder eingesetzt, hat ein Item gegen mich geworfen. Okay. Was war Bisofunk? Weiß ich nicht. Sagt mir gerade gar nichts. Nein. Klar hat er Eisstrahl. Das ist ein, du hast Multischuppe, alles gut. Ha, 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 der nächste Move ist doppelt so stark. Du musst da raus. Ja. Warum war er vor dir dran? Weil ich Drachenpanzer eingesetzt habe. Ah, dann nicht gegen den Wasser-Pokémon. Alle Wasser-Pokémon können potenziell Eismoves haben. Ja, habe ich gemerkt. War Bisofunk nicht so ein Büffel? Täusche ich mich da gerade? Könnte sein. Ja, war ein Büffel. Büffel. Normaler Büffel. Bleibe ich da drin? Gut, Scherox. Ach, nicht sehr effektiv. Die Zahnklinge. Bleib mal drin. Ich bin schneller. Bitte stirb. Bitte stirb. Okay. Man weiß mal nicht bei den normalen Pokémon, die so viel Boost drauf haben. Turtok. Was ist Waschakavil? Waschakavil ist, glaube ich, ein Flug-Pokémon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dieser komische Adler da. Kenne ich nicht. Doch, kenne ich sicherlich, aber... Ist ein Flug-Pokémon, was potenziell, glaube ich, auch Kampfmoves erlernen kann. Aber soweit ich weiß, nichts, was Scherox gefährlich werden sollte. Ja, das denke ich, ich werde gleich einen Trank vom... Ah, der ist das, ist doch ein Vogel, oder? Ja, normal Flug. Bisaflor gegen Turtok. Was ein epischer Fight. Eis und Gestein. Ich werde das Pokémon wechseln. Ist brutal. Doch kein epischer Fight. Bisaflor hat Turtok gewonshottet. Wundert dich das? Wir haben uns gut vorbereitet. Bis jetzt noch keine Missplays und noch keine größeren Probleme, aber die Gegner werden immer höher, ne? Ups, Jana. Stimmt. Steinhagel. Ich habe Skelabra noch nicht einmal verwendet bis jetzt, ne? Mir fällt gerade auf, der Gegner noch nicht einmal ein Feuer-Pokémon. Doch! Den Grill-Cheater. Aha. Krafttausch. Jetzt ist es ein Psyana mit sehr viel Angriff. Was ist Tandark? Tandrak ist ein Drache. Echt? Warte mal, ist das nicht dieser Giftdrache? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall ein Drache. Ja, ist der Giftdrache. Ah, okay. Habe ich so richtig im Kopf gehabt. Okay, okay. Der Gegner zieht es richtig an. Er zieht was ganz doll Starkes rein. Kinosso. Oh. Ja, ich habe gerade richtig Probleme. Nidoking? Was spricht gegen Nidoking? Gerade nichts. Eigentlich alles dafür. Dann nimm ihn doch. Du hast potenziell sogar einen Eisstrahl. Ich weiß noch nicht, ob du das benutzen ja, möchtest. Ja, Eis ist sehr effektiv, Boden ist sehr effektiv und Drache ist auch sehr effektiv. Ja. Hast du einen Drachenmove? Nicht auf Nidoking. Okay, ich wollte gerade schon sagen. Dann nimmst du Erdbeben. Safe. Step. Ist es das letzte? Sag mir, es ist das letzte von ihm. Nein, ist es nicht. Oh. Dann das potenziell vielleicht jetzt ein Heil-Item einsetzen, wenn das jetzt kein super starkes Gegner-Pokémon ist. Ich bin übrigens fertig. Okay. Meganie. Das ist okay, aber nicht für dieses Pokémon. Hast du ein Pokémon, was Meganie gut countern kann? Könnte Scherox reinmachen und in der ersten Runde heilen. Ja.
Mikanni sollte keinen Feuerruf drauf haben, soweit ich weiß. Nee, eigentlich nicht. Dann geh rein in Cherox und heil. Du solltest lieber Gardevoir für einen Notfall voll Leib lassen, damit du... Ja. Wie viele Gegner, wie viele Pokémon hat er denn noch bei dir? Siehst du gleich. Ich weiß es nicht, ich glaube noch zwei. Ja, okay. Je nachdem, was das letzte Pokémon ist. KP und Erholung. Genesung. Einsetzen. Oh Mann. Du hast keinen gebraucht, ne? Kein Trank? Doch, ich habe einen eingesetzt, soweit ich weiß. Musst du darauf achten, dass du mir das sagst. Ich muss kurz überlegen. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich hab einen eingesetzt. Safe. Bodyguard. Hast du überhaupt diesen Kampf drin? Nö. Weiß ich nicht. Nee, nicht. Ich rede gerade mit meinen Pokémon, sorry. Achso. Intuitiv. Was sagen dir denn deine Pokémon? Muh! Ach nee, das war die Kuh draußen. Volterus. Boden, ne? War das der Bodentyp? Ich weiß es bei diesen dreien immer nicht. Boden oder Bodenstahl? Stahl nicht. Das ist auf keinen Fall, aber... Volterus ist... Ach so, der! Gesteinstahl! Ich hab irgendwie... Ach, Gesteinstahl sogar. Ich hatte irgendwie diese Tiergeistform im Kopf. Okay. Ja, bleibe ich wohl drin. Klar, Gestein, Stahl. Kampf. Kampf ist sehr effektiv. Stahl ist auch sehr effektiv. Ach nee. Aber Stahl auf Gestein wäre sehr effektiv. Zedrimara. Habe ich Relaxo diesen Kampf nicht benutzt? Doch. Doch einmal. Habe ich überhaupt Schaden bekommen? Metagross hat... Ja, ich hab mich einmal geheilt, okay. Was ist passiert? Das war ein Metallangriff. Metallstoß oder so ähnlich. Ist ein hoher Move, ja. Ich war schneller. Ja, möchtest du darauf... Also ich überlasse es dir, ob du es machen möchtest und riskieren möchtest. Es ist... Ich habe Stardust noch nicht so viel eingesetzt in diesem Turnier. War Stardust der Partner? Nein, Durengard. Durengard habe ich auch noch nicht so viel eingesetzt bis jetzt. Geh mal weiter. Ich lasse dir die Entscheidung. Jetzt zum Ruckzucki. Oh, stell dir mal vor, das wäre was geworden, wenn er... Oh. Du könntest jetzt Tränke farmen. War es ein Crit gerade von dir oder ein normaler Treffer? Ja, war ein Crit. Aber das von ihm war kein Crit. Du kannst nichts anderes rein switchen. Das wird alles... Nidoking vielleicht. Hm. Er wird vielleicht wieder heilen und sonst... Aber meinst du, Nidoking überlebt einen Metallstoß? Weiß ich nicht. Warte mal, wie trifft dich Metall? Nicht sehr effektiv? Also zumindest nicht effektiv. Neutral, denke ich. Stahl trifft ihn auch neutral. Wie viel Def hat Nidoking? Ich glaube, er hat viel weniger Def als dein Cherox. Das heißt, er wird es nicht über 117 und Cherox hat. Der wird es nicht überleben. 132. Der wird es nicht überleben. Cherox hat mehr AP als er, oder? Das wird er nicht überleben. Du kannst das jetzt nicht machen, du musst mit Cherox den jetzt töten. Du bist doch, glaube ich, schneller, hast du doch gesagt gehabt. Ja. Bin ich. Der hat ein KP, ne? Ja. Ja. Patronenhieb. Hoffen wir, dass er nicht wieder heilt. Er heilt wieder. Jetzt hast du ein Problem. Ja. Dritter Mal neutral. Ich muss mich heilen. Ja, wenn er krittet, bist du auch tot. Egal, ob du heilst oder nicht, vielleicht. Frage. In der ersten Runde hast du doch auch im roten Bereich hinbekommen. Ja.
War das ein Crit? Nein. War das der Trümmerer? Ja. Dann stirbt er jetzt durch der Trümmer. Gut. Außer du bist langsamer. Ausdauer, er überlebt noch eine Runde. Du bist nicht schneller. Aber ich glaube, Ausdauer ist glaube ich ein Speed-Move. Ja, ist ein Speed-Move. Herz stehen geblieben, als der schneller war, weißt du das? Also weiter drauf. Patronenhieb, du bist auf jeden Fall schneller. Ja, hast es geschafft. Endlich. Ich gehe mal weiter, ne? Ich habe ganze Zeit. Herzstillstand. Mein härtester Kampf jetzt. Alter. Boah. Ich gehe gerade beim vierten rein. Mach das, ich heile mich erstmal in Ruhe. Ich fand die ersten drei spektakuläre, die ersten drei Brücken. Okay. Ich musste gerade überlegen, wie man heilt. Escape. Die will ich haben. Oh, was nehme ich nach vorne? Bis jetzt war eigentlich Metagross ziemlich gut. Und alles andere muss ich eigentlich, ja, ich muss Metagross. So. Ist auch okay. Ich habe jetzt den vierten angequatscht. Okay. Weil ich so viel Zeit gucke, werde ich vermutlich den Champ-Kampf in den dritten Part sogar noch schneiden. Echt? Wir sind jetzt schon bei knapp 40 Minuten. Was? Echt? Ja. Okay. Und du wolltest noch auch für... Ich rush das jetzt 20 Minuten alle durch. Ich kämpfe gegen dich. Hab ich mir vorgenommen. Du bist der vierte. Ah, cool. Und es ist ein Pokémon auf deinem Niveau, was er einsetzt als erstes. Und welches? Indikoro. Obviously. Ich kann mich nicht mehr aufsetzen, das stirbt beim Aufsetzen. Echt? Ich versuch's mal, ich denke. Mogelhieb, okay. Schlauer Move. 7 KP Schaden. Gesang? Gut, dass es daneben ging. Ich will Gesang nicht riskieren, Patroni. Okay. Erstes Mon down. Ich habe Angst vor dem Mega des Champs. Ich auch. Weil es halt 65 sein wird und überlevelt. Despota! Kann Despota irgendwas, was Bisaflor gefährlich werden könnte? Mein Despota zählt nicht, das hat andere Moves. Eigentlich sollte das Bisaflor ohne Probleme handeln können, wenn ich jetzt nicht komplett falsch denke. So, ich laufe jetzt auch rüber. Wir können die Musik gar nicht genießen, weil wir die Trainer so schnell besiegen. Ich finde die Musik gar nicht so. Findest du? Ja. Was, bei jedem andere Musik oder bei jedem ist eine andere? Echt? Ja, man geht ja eigentlich, wenn man das Spiel nicht kennt, davon aus, dass das Top 4 der letzte Kampf ist. Deswegen hat der vierte ja eine eigene Musik. So. Oder ich bin jetzt ziemlich doof und hab's nicht beachtet. Eben, das ist falsch, war meine Aussage. Bis jetzt ist irgendwie alles gleich, habe ich zumindest das Gefühl. Du bist ja noch nicht beim vierten. Okay, Despota Crit tot. Es ist die gleiche Musik. Hast du mir zugehört? Crit Despota tot, ja. Woher willst du wissen, dass ich nicht mein Pokémon gemeint habe? Du hast kein Despota. Nee, dass Despota mich gekrittet hat, meinte ich eigentlich. Weiß ich nicht, sagt mir meine Intuition. Gar keine schlechte Intuition, muss ich sagen. Ich muss jetzt ein Risky Play. Emolga! War das jetzt Elektroflug? Emolga, soweit ich weiß. Ich hab's mit dem Steinhagel rausgenommen, kann sein. Ich hab keinen Steinhagel. Soll ich mich Drachen tanzen? Bist ein Flug-Pokémon. Ist nur normal effektiv Elektro. Ja, aber wenn es dich para, hast du ein Problem. Also Drachen klaue ich es? Ich überleg gerade. Mach einmal Drachentanz. Schau, du kannst im Notfall ja ein Top-Genesung einsetzen. Ich glaube, Dadaschul kann nicht para. Ich hab nichts gesagt. Karma. War Tangolist Unlicht Pflanze? Tangolist.
Ja. Also soll ich da nicht mit dem Feuergeist-Pokémon reingehen? Doch, weiß ich nicht. Unlicht trifft mir ja sehr effektiv. Hat Tangolist einen Unlicht-Move erlernt bei dir? Ja. Welchen? Weiß ich nicht mehr. Hättest du das beim Training behalten, hätte ich nicht nachgucken müssen. Also ich denke mal, dass es keinen Move hat, aber du sagst ja ja. Wow. Finte, danke. Und Finte auch nicht mehr auf dem Level. Mann, was ist Emolga schnell. Ist zweimal reicht übrigens, ne? Es ist der dritte. Warum machst du denn drei? Du willst nur Dragoran. Weil Zugabe. Okay, dafür konntest du nicht. Ich glaube, es kommt jetzt trotzdem Drachenklau, soweit ich weiß. Ja, Drachentanz. Okay, ich gebe zu, du kannst diesmal nichts dafür, dass du dich so hochpustest. Möchtest du vielleicht Top-Genesung einsetzen, damit du deine Para weg hast? Noch nicht. Denk daran, warte mal. Warte! Du bist tot. Nein. Vergiss nicht, wenn du nicht mehr voll bist, wirkt die Multischuppe nicht mehr, ne? Ja, das hat mir aber immer bis jetzt so 10, 20 KP abgezogen. Okay, aber trotzdem, bitte vorsichtig. Aber ja, ich nehme jetzt einen Trank. Nocturne. Ich bin jetzt übrigens auf plus 4 oder 5. Ja, aber du kannst dafür nicht, dass du plus 4 oder 5 wurdest, muss ich sagen. Und ich bin immer noch langsamer als das Viech. Zugabe beendet. Kann das Viech was anderes eigentlich? Ja. Ich mach mal ein Risky Play jetzt, ne? Rapid Nocturne. Das Viech hatte Statik. Bist du wieder geparat worden? Mhm. Ich bleib die Nocturne drin, obwohl ich weiß, dass Nocturne Elementarschläger lernen kann. Okay. Rex Blizzard. Pokémon wechseln. Ja, bitte. Hast du einen Feuermove irgendein Pokémon? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich hätte am Anfang noch Feuerschlag auf Dragoran vorgeschlagen, aber... Wäre ich nicht drin geblieben. Nocturne, zweimal in Folge Scanner. Ich glaube, ich werde heute nicht mehr fertig werden mit dem Kampf. Oh, und jetzt muss ich meinen Boost rauswechseln. Meinen Sechser. Oder Fünfer Drachentanz. Ja, das ist das Problem, weil du geparat wurdest. Nein, weil Rex Blizzard. Das Para wäre mir egal. Durch das Para bist du langsamer vermutlich, deswegen meine ich das. Achso. Kannst du bitte jetzt nicht mehr mit Scanner treffen? Okay, das dritte Mal Scanner ging daneben. Mal gucken, ob es ein Mega Rex Blizzard wird, aber ich vermute nicht. Hagelsturm. Oh, ich hatte, war am Regen drin, hab ein Feuer. Ich hab keinen Feuermove gemacht. Botogel. Drin bleiben, oder? Ja. Wüsste keinen Grund, weil der Botogel ist übrigens der letzte Mon von ihm. Oh. Verwurzler. Ist okay. Okay, wir haben das echt gut gemacht, dass wir in der letzten Ausnahmesession unsere Schwächere benutzt haben. So haben wir echt alle guten behalten. Ja. Ist ja im letzten Mal gestorben? In der letzten Aufnahme? Ja. Ich hoffe nicht. Ich habe es heute fertig bearbeitet und habe kein Tod eingebaut. Ich hoffe, es ist nichts Okay. Und ich wüsste gerade nicht. Cool. Vielleicht bin ich aber auch noch blind. Vielleicht. Ich vermisse trotzdem. Bruno versucht, Mondgewalt zu erlernen. Ach, das wolltest du doch noch, hast du. Genau. Oh nein, meine Pokémon sind alle 62, 1 ist 63 und der nächste ist der Champ mit dem 65er, ne? Okay. Gegen Zauberschein. So, das wird jetzt die große Challenge. Ich habe das komplett falsch eingeschätzt mit dem XP. Komplett. Ich hätte doch 61 zu dir sagen sollen. 61 hätte auch nicht gereicht. Aber ein Level mehr macht viel aus. Symvolara. Symvolara ist Typ Feuer, oder? Symvolara? Nein. Das glaube ich nicht. Ist es nicht Psycho? Könnte auch Psycho sein. Ich guck nach. Ich guck schon, alles gut. Ich bin schneller. Gut. Ist Psychoflug.
Dann kann ich ja mit Cherox voll drin bleiben. Wie kommst du auf Feuer? Weiß ich nicht, weil Sym. Ja, Sym klingt doch eher wie Psycho, klingt doch nicht wie Feuer. Symsala, weißt du? Ja. Wir müssen uns gleich ab. Ach, ich habe erst 2 K.O. Ich bin fertig. Ich mache schon die AP-Band gerade. Oh. Kann auch etwas dauern bei mir. Ja, ich muss halt gucken, mit was ich gleich starte. Ich will eigentlich jetzt nicht noch 5 Stunden warten müssen. Und ich will auch keinen Tee trinken oder so. Obwohl das mir gut schon würde gerade. Es hat überall lebt. Warum wird das nicht von Hagelsturm getroffen? Welcher Hagelsturm? Achso. Es kann eine Fähigkeit haben, wodurch sowas nicht getroffen wird. Hm. Ich wechsle mal aus zu Despotar. Habe ich gerade überhaupt. Ich habe Laxo wieder nicht eingesetzt im Kampf. Es kommen irgendwie keine guten, wirklichen Feuerprobleme mir gegenüber bis jetzt. So, ich wäre jetzt soweit fertig und würde jetzt zum Champ gehen wollen. Du brauchst noch ein bisschen, oder? Ja. Ich kann dir ja bei deinem Kampf ein bisschen unterstützen, dass wir gleichzeitig den Champ machen können. Weil es ist immer so, wenn wir es einzeln machen, ist das Problem immer so, dass die Trankregel nicht wirklich greift. Und ich will beim letzten Kampf echt eine Challenge haben. Wir sind ja sogar unterlevelt, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Und deswegen warte ich jetzt einfach mal. Können wir mal gucken, ob ich dir irgendwie helfen kann. So, beiseite gelegt. So, gucken wir mal mit dir. Er heilt sich. Schon wieder. Hast du Knirscher? Ja, ne? Ja. Eben habe ich Steinhagel eingesetzt. Aber Steinhagel kann die Verteidigung senken, deswegen ist Knirscher. Deswegen. Und trifft 100%. Ja. Sehr gut. Ich habe immer noch 3 Tränke. Wenn du keinen gebraucht hast. Ich habe auf 2 Pokémon 10 KP verloren. Atmurai, Pokémon wechseln. Ja. Willst du mal Gardevoir rein switchen und gucken, ob du das Teil. Mal wieder. Obwohl, das ist Unlicht, Atmurai, ne? Was? Nein. Atmurai ist Wasser. Ah, ich dachte. Wasser only. Aber kann er nicht Unlicht-Moves erlernen? Mir war so. Weiß ich nicht. Nö, alles gut. Hat nur Wasser und hat Schwertanz. Oh, du solltest es schnell raushauen. In dem Heck habe ich irgendwann mal gesehen, da war es ein Unlicht-Wasser-Pokémon. Das kann ich mir vorstellen, theoretisch, dass es eins sein könnte, aber. Ich glaube auch nicht, dass ich für Hex schon gut genug bin. Dafür habe ich einfach noch viel zu wenig Ahnung. Er hat überlebt. Ja. Ist der zweitstärkste Move, den er hätte machen können. Er hätte auch Hydro-Pumpe machen können. Aber ich glaube, er ist physisch, das war doch der stärkste Move. Wie kommst du, dass du beim zweiten Mal jetzt Psychokinese benutzt hast? Weiß ich nicht. Intuitiv irgendwie. Folipurba. Typ Pflanze. Soweit ich weiß, ja. Kannst du noch nicht drinbleiben? Du hast keinen Wunschstrom eingesetzt, oder? Nee, hab ich nicht. Aber du musst drinbleiben. Ach ja, Information für euch. Er wird vermutlich Mauzi nicht einmal verwenden. Weil es stirbt vermutlich und. Ja, ich habe Angst, dass es jetzt stirbt in der Runde, weil Wunschstrom erst nächste Runde proxt. Okay, er macht. Ich glaube, wird es schwächer jetzt? Ne, Wunschstrom ist was anderes als Mondschein. Alles gut. Gut, dass du Wunschstrom genommen hast und nicht Mondschein. Mondgewalt. Ich setz mal. Widerhall auflegen, oder? Widerhall. Ja, Widerhall. Ich habe halt Angst, jetzt, dass er jetzt viel Schaden macht. Am Ende der Runde kommt die Heilung, oder? Ja. Was war's? Badass. Oh. Alter. Ich hätte ja aus Grund einfach allgemein schon mal geheilt gerade. Einfach nur einfach aus Gründen. Jetzt gerade nach dem Move auf jeden Fall. Weil es kann immer sein, dass ihr gleich schnell seid und dann hast du ein Problem. Ja, Stami ist garantiert schneller. Stami ist relativ schnell und kann super viel Wasser, Elektro-Moves, Feuer-Moves.
Mhm. Und dich doch auch, oder? Ah, ich glaube nicht von selber. Aber Eis auf jeden Fall. Davon kannst du ausgehen. Und es kann sich selber heilen. Warte. Ich setze auf jeden Fall eine Top-Genesung ein. Dann warten wir erstmal ab. Es ist Psycho-Wasser. Vergesst das nicht. Dass du jetzt nicht einen Psycho-Move drückst, ne? Ja. Top-Genesung oder Wunschtraum? Er kann... Hydropumpe, Sternschauer, Turbodreher und Konfu-Strahl. Genesung. Ja. Ja. Hydropumpe könnte ich. Er hat keinen Eismove. Hat keinen Eismove. Dann wäre alternativ Dragoran noch. Auch, ja, potenziell. Ist er voll? Ne, ist nicht voll. Heil erstmal. Heil. Wie viel, warte mal, wie viel Heiltrank hast du noch? 3 mindestens, wenn du keinen gebraucht hast. Hast du schon einen gebraucht gerade? Ja. Okay, und hast. Einen bis jetzt. Und er selber hat auch schon geheilt. Das heißt, du hast noch 3 Tränke. Okay. Heil mal Gardevoir. Weil prinzipiell hat Gardevoir eine bessere Spätzverteidigung, also so gesehen. Bist aber besser als Dragoran. Auf Dragoran wird nicht sehr effektiv getroffen. Sternschau ist physisch, okay. Potenziell würde ich sagen Wunschtraum und nächste Runde angreifen, oder? Richtig. Einfach nur um sicher zu, um safe zu play. Ja. Wir sind schon fast eine Stunde dabei. Puh, länger als erwartet. Ja, du wirst nicht so geheilt, du kannst es trotzdem mal versuchen. Ja. Du musst aber den Feen-Move nehmen, du kannst dich nicht aufsetzen bei Verwirrung. Richtig. Typisch. Ich probier's gleich nochmal. Obwohl, muss nicht sein. Er hat die meisten Move-Level 1. Er könnte auch Aquaknarre und Genesung haben. Wenn er überlebt hätte. Puh, erstmal heilen, alles auffüllen. Wie viele Pokémon sind von dir 63 geworden? Weiß ich gar nicht. Bei mir 1. Etwas mehr. Okay. Ja. Wie du siehst. 1, 2. Du siehst es bei einem nicht. Beutel. Einsetzen. Kann ich schon in den Weg gehen oder geht der Kampf dann gleich los? Weiß ich nicht.